Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ich bin ja immer mal auf den einschlägigen Plattformen auf der Suche nach Sets von Herstellern, die noch gänzlich unbekannt sind oder die eben in Deutschland einfach nicht so weit verbreitet sind. Und da hatten wir ja in letzter Zeit zum Beispiel das Set von Xiaomi und ich habe mal wieder was Neues mitgebracht, was in diese Richtung geht. Und zwar von dem Hersteller, der auf diesem Kanal noch nie gezeigt wurde, und zwar von G-Star. Es ist eine BF-109, ein Kampfflugzeug, ist die 23040, also die interne Nummer von G-Star, ist aus der Military World Serie, 286 Teile und ist ab 6 plus geeignet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set. Es handelt sich dabei mal wieder bei mir um einen China-Eigenimport. Dementsprechend war es in einem Polybag verpackt und nicht mit einem Karton gekommen. Deshalb haben wir nur die Anleitung und eben die Steinetüten, die wir uns gleich anschauen. Aber das seid ihr ja soweit gewöhnt. Machen wir mal diesen Zipbeutel hier auf. Da haben wir, wie gesagt, die Anleitung und die Steinetüten. Ich finde diesen Farbton ja super, super cool bei Militärsets. Dieses schwarz-gräuliche. Und die Tüten sind nicht nummeriert. Ist natürlich bei so einer Teileanzahl jetzt auch kein Wunder. Insgesamt haben wir 7 Tüten. Über die Steinequalität reden wir wie immer dann, wenn ich schon mal ein bisschen was gebaut habe und wir auch wirklich was haben, über das wir reden können. Die Anleitung habt ihr ja von vorne von der Gestaltung schon soweit gesehen. Drin befindet sich noch dieser Stickerbogen, gibt jetzt schlimmere Bögen, gibt aber wie immer auch weitaus schöneres. Dann auf der Rückseite haben wir nochmal das Set an sich abgebildet mit den grandiosen Funktionen, dass der Propellerdreher ist. Unglaublich. Dann haben wir noch mal ein Bild von den anderen Sets aus dieser Reihe von G-Star. Da gucken wir uns vielleicht auch noch mal was an, je nachdem, ob dieses Set hier gut war oder eben nicht. Ansonsten ist die Anleitung klammergebunden. Es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde. Alles, was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Insgesamt haben wir 13 Seiten und 25 Bauschritte, was dann doch eigentlich eine recht sportliche Baugeschwindigkeit ist für die Teileanzahl. Aber natürlich nur, wenn wir von Lego ausgehen. Im anderen Klemmbausteinbereich ist das relativ normal. Ich bin der Meinung, wir haben schon wieder sehr viel geredet. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir reden dann gleich noch über die Steinequalität, das Baugefühl, ob wir Fehler in der Anleitung hatten und so weiter und so fort. Und natürlich auch wie immer darüber, ob ich euch das Set dann empfehlen würde oder nicht empfehlen würde. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und fertig ist die G-Star 23040, die Messerschmitt BF-109. Und ich mache es schon mal ganz kurz, dieses Set ist eines der schlechtesten Sets, die ich jemals gebaut habe. Und ich habe viele Sets gebaut. Und ich sage mal, wir sind hier mindestens bei der Top 5 der schlechten. Der erste Punkt ist schon mal, ich hätte mir den chinesischen Dreck, der an manchen Teilen gehaftet hat, echt sparen können. Den hätte ich nicht unbedingt in der Packung finden müssen. Ich wäre ohne etwas glücklicher gewesen. Der zweite Punkt ist, hier wird massive Teiletreiberei betrieben. Ich zeige euch das mal in diesem Bild. Allein hinten sind so viele von diesen 1x1er Baurichtungsumkehrsteinen. Das hätte man locker wenigstens mit einem 2x2er machen können. Und da können wir auch nicht sagen, die haben das gemacht, weil das Abpacken dann teurer geworden wäre, wenn man andere Steinetypen reingebracht hätte. Weil sie haben ja alleine diesen 1x1er Baurichtungsumkehrstein auch in 3 verschiedenen Farben da drin, die man am Ende sowieso nicht mehr sieht. Also hätte man es sowieso in einer Farbe machen können. Das Ganze wird ja verkleidet, also macht das halt auch keinen Sinn. Hier ging es nur darum, die 286 Teile am Ende dastehen zu haben. Und dann hat man halt so ein unförmiges Set hier, was man mit 286 Teilen auf jeden Fall viel schöner hätte darstellen können. Das ist nämlich auch schon der nächste Punkt. Guckt euch das Ganze mal an. Also, ich weiß nicht, ob ihr direkt ein Bild von einem Messerschmitt im Kopf habt. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein. Das hat nichts und auch überhaupt nichts mit einer BF-109 zu tun. Vom Aussehen. Das ist absoluter Müll. Es ist alles viel zu eckig, gerade an den Flügeln. Auch sehen die komplett unförmig aus. Es passt eigentlich keine Proportion irgendwo in diesem Set. Ich meine, was ist das hier? Schaut euch mal auf dem Bild von der BF-109 an, wie schön hier das abgestuft ist. Hier hast du keine Stufen drin, im Normalfall. Und dann hast du das. Ich meine, klar, man kriegt es natürlich nicht so hin, dass es kaum Abstufungen gibt. Da hätte man sich zwar Mühe geben müssen, aber dann hätte man es auf jeden Fall schöner hinbekommen als das. Also das sieht halt echt nach überhaupt nichts aus.
Dann soll das Ganze ja eigentlich ein Display-Set sein. Das wird einem durch das absolut schreckliche Aussehen ja schon mal verdorben. Und Punkt 2, durch das es verdorben ist, sind natürlich die Sticker. Wir haben hier 4 Sticker drin und ratet mal, wie viele von diesen 4 Stickern, also diese Kreuze und hier haben wir nochmal die Kreuze, über mehrere Teile geklebt werden. Und ihr habt richtig geraten, alle 4. Dementsprechend sehen die 4 Sticker, wenn man sie vom Nahen betrachtet, scheiße aus, weil sie eben über mehrere Steine geklebt sind und verschiedene Kanten drin haben. Und sie werden sich super, super schnell lösen, wie gesagt, weil sie über mehrere Steine geklebt sind. Also haben wir ein nicht gut aussehendes Modell mit chinesischem Dreck, schlechten Stickern, das eigentlich für die Vitrine gebaut ist. Da wird schon sehr bitter. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dieses Set könnte ja auch als Spielset genutzt werden. Ist ja auch eine Figur dabei, die im Endeffekt, gerade wenn wir den Helm abnehmen, niemals durch den Zoll hätte kommen dürfen, weil das eigentlich eine Lego-Figur ist, nur in irgendeinem Militäranzug. Deshalb gehen wir darauf auch mal gar nicht so weit ein. Ihr habt sie ja kurz gesehen. So, jetzt, wie gesagt, wir gehen davon aus, das ist ein Spielset. Dann haben wir da ein paar Funktionen, die auch noch groß auf der Anleitung hinten angeteasert wurden. Und zwar einmal, dass wir ein einklappbares Fahrwerk haben und dass der Propeller sich drehen kann. Jetzt gucken wir uns doch zusammen mal an, wie gut sich der Propeller dreht. Oh ja, da hat man richtig, richtig viel Spaß mit diesem Set, wenn man den Propeller dreht. Und woran liegt das? Man hat hier keinen Pin oder so drin. Man hat hier so einen Laternenstein und das ist einfach mit einem Stab das verbunden worden. Ja, welch eine Überraschung, dass sich das nicht gut dreht. Da hätte man drauf kommen können. Davon abgesehen haben wir ja noch diese tolle Funktion mit dem ein- und ausklappbaren Fahrwerk. Nur doof, dass das nicht hält. Das heißt, selbst wenn wir es jetzt so einstellen, dann ist das hier alles locker. Wir haben ja keine feste Stelle mehr. Wenn wir das also jetzt auf den Boden setzen und damit fahren wollen, kommt das Fahrwerk so wieder raus. Es drückt zur Seite und das ist ja auch völlig logisch, weil hier der Bau einfach nicht durchdacht worden ist. Man wollte hier irgendwas machen und irgendwas Cooles darstellen und so eine coole Funktion mit reinbringen, die aber am Ende überhaupt nicht funktioniert. Und das liegt auch mal wieder an der Teilequalität. Und die Teilequalität hier ist teilweise wirklich schrecklich. Ich habe mal ein Beispielbild. 50% der Steine sehen so aus, dass man oben so einen komplett schlechten Grat dran hat. Dementsprechend lassen sich auch die Steine bauen. Die sind nämlich teilweise sehr, sehr fest, als ob man die doppelte Klemmkraft vom Kurbi hat. Also man kriegt die kaum aufeinander. Und andererseits haben wir manchmal Steine, die kaum halten und jedes Mal auseinanderfallen. Dadurch ist das Ganze ja auch noch recht instabil. Und der einzige Bereich, wo man es gut anpacken kann, ist entweder hier oder wenn man vorsichtig ist am Flügel. Aber sonst würde hier immer irgendwo was abfallen. Wenn wir es hier hinten hochheben wollen, ja, ich sag nichts dazu. Hier hochheben wollen, ja, ihr habt es gesehen. Dasselbe, wenn wir es hier hochheben würden, dass das dort nach vorne abbricht. Also haben wir jetzt ein hässliches Displaymodell, dessen Funktionen nicht funktionieren und wir sind immer noch nicht am Ende. Die Steinequalität ist nämlich nicht nur vom Bauen schlecht, die Steinequalität ist auch noch vom Aussehen schlecht. Wir haben hier super viele verschiedene Grautöne drin, das seht ihr. Und wir haben hier immer Hochglanzfliesen, die auch noch stark zerkratzt sind und meistens einen recht offensichtlichen Angusspunkt haben, mit matten Fliesen getauscht. Und wir sind immer noch nicht fertig. Einen letzten Punkt habe ich noch, wenn ihr mir immer noch nicht glaubt, dass ihr dieses Set nicht kaufen solltet. Und zwar, ich habe euch hier vorne ja das einklappbare Fahrwerk gezeigt. Die Räder lassen sich auch super, super schwer drehen. Hier haben wir andere Räder. Und die Räder sind nicht so bei dem Set gedacht. Das sind eigentlich Lego-Räder. Deshalb merkt man schon daran, dass sie auch super drehen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Warum habe ich hier Lego-Räder verbaut, anstatt der originalen Räder? Wir haben auch noch Fehlteil. Einmal hat so eine Plate hier gefehlt. Und eine so eine Felge vom Rad hat gefehlt. Die konnte ich auch leider nicht 1:1 ersetzen. Deshalb musste ich 2 andere Räder draufbauen, die natürlich das Modell jetzt nicht unbedingt schöner machen. Ja, aber auch mit den normalen Rädern hinten würde es nicht schön aussehen. Aber so konnte ich es wenigstens überhaupt fertig bauen. Und da seht ihr, was bleibt. Es bleibt nahezu nichts Gutes an diesem Set. Ich meine, ich habe gerade bestimmt 5 oder 6 Minuten Video nur mit Punkten gefüllt, die schlecht sind. Ich denke, ich muss da nicht mal viel dazu sagen, warum dieses Set für mich eines der schlechtesten ist, die ich jemals gebaut habe. Und das ist echt schade. Da geht man eigentlich davon aus, dass es halbwegs funktioniert und die Macher das Ding auch mal Probe gebaut haben und durchdacht haben. Hier haben sie es
Wahrscheinlich nicht. Oder es war ihnen halt egal. Und das macht es auch nicht besser. Dementsprechend kann ich euch nur davon abraten, für dieses sagenhaft schlechte Set hier 15 Euro zu bezahlen, die das Set kosten würde. Ich meine, ich hätte es euch auch nicht für 5 Euro empfohlen, weil durch die schlechte Teilequalität würde es sicher nicht mal als Teilespender nützlich machen. Aber dafür 15 Euro zu verlangen, ist eine absolute Frechheit. Und dementsprechend werde ich G-Star in nächster Zeit erstmal ein bisschen meiden. Ich meine, ich gebe Herstellern immer eine zweite Chance, aber da muss erstmal bestimmt ein Jahr vergangen sein, bis ich mich jetzt wieder an G-Star als Hersteller rantrauen werde. Ihr könnt auf jeden Fall mal eure Erfahrungen mit dem Set in die Kommentare schreiben, falls ihr es selber besitzt. Es würde mich wie immer sehr interessieren und kann ja sein, ihr habt ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ich würde mich darüber freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo dalässt, wenn ich euch vielleicht auch von einem Fehlkauf so ein bisschen abhalten konnte. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, habt Spaß mit euren hoffentlich besseren Sets und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Valleybrick.